Willkommen zum Teil 3 meiner Videoreihe zum Thema Sucht aus schamanischer Sicht und wie du deine Sucht in 7 Schritten schamanisch heilen kannst. Wenn du die Teile 1 und 2 noch nicht angeschaut hast, mach das bitte jetzt, sonst kannst du diesem Video nicht folgen. Die Teile 1 und 2 sind hier oben verlinkt für dich und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich natürlich sehr auf eure Likes, Kommentare und abonniere meinen Kanal, um keine Videos zu verpassen. Mein Name ist Lumi, ich bin Schamanin, Nomadin und Suchtberaterin und ich freue mich, in diesem Video dir die Schritte 3 und 4 zu erklären, wie du deine Sucht heilen kannst. Dann legen wir los. Wenn du Angehöriger oder Freund bist eines Süchtigen, höre auf zu bewerten oder ihm oder ihr Druck auszuüben. Anstatt ständig zu fragen, wie viel er oder sie geraucht oder getrunken hat, unterstütze diese Person mit Mitgefühl, um die Wurzeln ihrer Sucht zu erkennen. Klar, bei schweren Fällen wie zum Beispiel Alkohol- oder Drogenabhängigkeit kann es zu Übergriffen kommen. In solchen Fällen ist es wichtig, dass du Grenzen setzt. Ja, Mitgefühl alleine reicht nicht aus. Du musst dich und deine eigenen Bedürfnisse schützen. Aber wichtig ist, dass du deine Aufmerksamkeit auf die Ursache der Sucht lenkst. Ja, also die innere Wunde, die die Sucht genährt hat. Wenn du dich nicht von der Sucht deines geliebten Menschen abgrenzen kannst und ständig auf ihren Konsum fokussiert bist, dann bist du auch betroffen. Das heißt, du leidest möglicherweise unter Co-Abhängigkeit. Das heißt, du bist süchtig nach seiner oder ihrer Sucht. Und für die Süchtigen selbst gilt, höre auf, ständig an dein Suchtmittel zu denken. Lass los die Selbstvorwürfe, dass du keine Selbstkontrolle hast oder so. Stattdessen richte deinen Fokus auf die Entdeckungsreise zu dir selbst und auf die Ursachen deiner Sucht. Ich habe dies ausführlich in meinem letzten Video erklärt. Wenn deine Mitmenschen dich nicht unterstützen können und weiterhin bewerten und kontrollieren, hindert das natürlich deine Heilung. Ja? Ihr steckt dann in einem Teufelskreis der Co-Abhängigkeit fest. Du hast deine Sucht und die andere Person ist süchtig nach deiner Sucht. Wenn du versuchst, dich zu befreien und eine neue positive Sichtweise zu entwickeln, während die andere Person dich immer wieder runterzieht, dann ist es an der Zeit, Abstand zu nehmen. Ziehe dich eine Weile zurück, bis du ein gutes Level in deinem Heilungsprozess erreicht hast. Deine Heilung ist wichtig und manchmal ist die Distanz der Schlüssel zu deinem Fortschritt. Wie ich dir im ersten Teil dieser Videoreihe schon ausführlich erklärt habe, beruht jede Sucht auf einem inneren Mangel. Und das Suchtmittel ist das Werkzeug, das dir die Illusion gibt, diesen Mangel für eine kurze Zeit zu stillen. Doch wenn sich ein Muster entwickelt und du immer mehr von deinem Suchtmittel benötigst, um deinen inneren Schmerz zu lindern, schließt du unbewusst einen energetischen Vertrag mit dem Naturgeist deines Suchtmittels. Zum Beispiel mit dem Tabakgeist oder mit dem Cannabisgeist oder sogar mit dem Kaffeegeist. Natürlich auch von Menschen geschaffene energetische Wesen, wie zum Beispiel bei der Social Media Sucht oder bei der Kaufsucht, sind hier betroffen. Der vierte Schritt ist, kündige den Vertrag mit dem Naturgeist. Aber wie geht das? Hierfür ist ein Ritual notwendig. Ich mache das Ritual natürlich schamanisch. Ja, in meinen schamanischen Ritualen kommuniziere ich mit dem Naturgeist und verhandle über die Auflösung dieses Vertrags. Aber ich habe auch schon erlebt, dass solche energetischen Verträge in Familienaufstellungen erfolgreich aufgelöst werden können. Also wenn du bereits schamanische Fähigkeiten entwickelt hast, ja, und direkt von einem Schamanen gelernt hast, wie du mit Naturgeistern kommunizieren und verhandeln kannst, kannst du dieses Ritual selbst durchführen.
Ansonsten lade ich dich natürlich ein, eine Einzelsitzung bei mir zu buchen oder melde dich für eine Familienaufstellung in deiner Gegend an. Diese Kündigung ist wirklich sehr wichtig für deine Befreiung. In dem nächsten Video erkläre ich dir die Schritte 5 und 6. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Video.